Hallöchen, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind in Folge 25 in den DLCs und ich glaube Teil 7, wenn mich nicht alles täuscht, im Add-on Blood and Wine. Und wir sind jetzt hier im Labor von Moreau. Der gute Kerl wollte unbedingt, dass sein Sohn geheilt wird. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einem Riesentausendfüßler. Und da haben wir auch schon. Der Mama ist aufgewacht und nicht gerade gut gelaunt. Ja. Das sehe ich auch so. Das ist die weiße Witwe. LOL, das ist ja kein Schwein. Meine neuen Lieblings. Die andere. Aber irgendwie haben die keine. Na toll. Und nu? Ach Gott. Zeit zu sterben. Drecksvieh. Ein Schlag noch. Komm. Gut. Aber du hast jetzt welche, oder? Auch nicht. Ah, hier. Alles klar. Hä, wo soll ich das denn jetzt platzieren? Ach, hier hinten drin. Okay. Sinnlos in voller Montur zu. Oh, ich bin mal gespannt. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Na, mal gucken. Nun, ich werde es herausfinden. Geralt, du lässt dich aber auf Sachen ein.
Okay. Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen. Weitere Informationen findest du im Charakterbildschirm. Ja, na dann. Erstmal wieder anziehen. Ich will meine Sachen nicht färben. Zumindest noch nicht. So, Charakter. Oh, lol! Erforsche Mutationen, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitenplatz frei. Um fortgeschrittene Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen findest du in der Beschreibung. Okay. Zwei Fertigkeitenpunkte. Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Oh, das ist... Was? Und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Angreifer geringer als 5 lösen, sind Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Wenn du Nahkampfschaden erleidest, wirken... Okay... Aha. Also ich brauche 2 Fertigkeitenpunkte. Aber ich will doch meine Fertigkeitenpunkte in meine Fertigkeiten stecken. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ort? Ja. Okay, also dieses Mutationssystem finde ich ein bisschen komisch. Aber gut. Ja. So, hat uns das jetzt irgendwas gebracht, was dieses Rüstungsding jetzt angeht? Irgendwie nicht so wirklich, ne? Keine Ahnung. Ich dachte, die werden vielleicht in irgendeiner Art und Weise nochmal markiert. Aber irgendwie auch nicht. Okay. Gut, dann also nicht. So. Oh, mächtige Eier aus Granit. Ja, ich würde sagen, um die Quest kümmern wir uns jetzt mal als nächstes. Die haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Und, also interessant ist halt Erfahrung, Fähigkeitenpunkte. Nur irgendwie brauche ich dafür Erfahrungspunkte. Ich weiß ja nicht, wie weit man hier leveln kann. Na dann. Ich weiß ja nicht, wie weit man hier leveln kann. Aber ich denke, das werden wir früher oder später auch rausfinden. Oder ich muss vielleicht doch nochmal meine Fähigkeitenpunkte verlernen, um diese Mutationen vielleicht mitzunehmen. Ich weiß ja nicht, ob die so nützlich sind. Gut, das werden wir sehen. Früher oder später. Mal gucken. Mal gucken. Also, wir machen uns erstmal auf den Weg zum Mann mit den Eiern aus Granit, die wir ja in der vorletzten Folge getroffen haben, die Startuhr. Ja, und Plätze macht wieder, was sie soll. Was sie will, nicht was sie soll. Weil wenn sie das macht, was sie soll, los, los, dann würde die hier den Weg hochreiten. Guten Tag. So. Beauclair. Sind wir am Haupttor. Wow! Hey! Du Grauhaar! Hey! So,
gucken wir erstmal zum Rüstungsschmied. Oh. Und nun zu den Wundern des jährlichen Unser Herzogtum sollte drei ganz Patronen fungiert dieses Jahr. Herrin, wie wir. Guten Tag. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Gerald von Lazare Lafargue. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd. Aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Aha. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Wohl wahr. Nein. Na, Gott sei Dank bin ich immer abgebogen. Ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Schön. Alles klar. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Schön. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Ah. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft, den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Na dann! Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Schön! Wolf, Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischball. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Oh. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut.
Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Alles klar, sehr gut. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Term. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Term. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Oha! Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fourussat einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wie vor 200 Wohin Jahren. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fourussat sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Ja. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Okay, so, und jetzt noch der Manticore. Über die weiß ich wohl am wenigsten, obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammt. Hä? Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Pienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Pienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoy-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Na schön. Das ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Was hast du denn im Angebot? Vielleicht kriegt man dann auch... Alter Schwede. Der hat auf jeden Fall was im Angebot. Ein 110er Sattel. Und, müssen wir gleich... Alter Schwede. Ja, der kann sich auf jeden Fall blicken lassen, der Kerl. So, Schwerter hier weg. Heben wir das mal auf. Die Armbrust weg. Stiefel weg. Komischen Klamotten. Bringen halt auch nicht so wirklich viel, ne?
gut. Mal zerlegen lassen. Erz, hier haben wir noch den Ring. Rubin. Gut. So, das können wir gleich mal verticken, das Ding. Oder sind das... Ach, das sind gar nicht so viele. Das ist schon echt interessant. Wir haben mittlerweile 25.000. Das ist eigentlich schon echt ein gutes Sümmchen. Gut, ich weiß aber immer noch nicht, was zum Beispiel der Umbau vom Haus kostet. Oder der Weiterbau. Und so viele tolle Sachen habe ich ja dann auch nicht mehr. Na gut. Okay. Oh lol, was hat er denn hier Geiles? Zeug fürs Pferd, das ist natürlich stark. Sattel. Aha. Du kannst ja plötzlich richtig aufstylen. Würdest natürlich. Ich will auf jeden Fall eine Reparatur. Eine Reparatur. Okay, Kollege, zu dir muss ich auf jeden Fall wiederkommen. Das ist Fakt. Bitte. Viel Glück auf dem Weg. Ja, kein Problem. Zu dem muss ich auf jeden Fall nochmal kommen. Ultra cool. Schade, verschlossen. Okay. Der Schrei der Saison. Alles klar. Die Schatzungen sind auf jeden Fall ordentlich. So. Kümmern wir uns mal um die Eier. Alles klar, Leute. Das wird definitiv noch ein bisschen aufwendiger. Jetzt gucken wir uns erstmal Plötze an mit seinem, mit ihrem tollen neuen Sattel. Hello. Ja, das sieht ja mal geil aus. Das sieht verdammt geil aus. So. So, gucken wir uns mal alles wieder gut. Es muss einfach. Ja, wird's auch. Ein trockener Blutfleck. Hat sich wohl jemand wehgetan. So. Ein trockener Blutfleck, sagt er. Vielleicht haben wir hier unten noch was. Im Brunnen ist auf jeden Fall schon mal nix. Da hinten ist noch was. Diamantsägeblatt. Das Tatwerkzeug. Okay. Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Ja. Der Regina. Alles wieder gut. Es muss einfach. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Hm. Ah, was haben wir hier? Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Na dann.
Majorans pochenden Adern. Dieser Rumtreiber ist der berühmte Hexer. Jetzt wird die Spur aber langsam immer schwächer. Jetzt muss man hier echt aufpassen. Okay. Immer neben der Spur her. Wir sind auf dem richtigen Weg. Schweine. Überall Schweine. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Hier hört die Tür die Spur auf. Nee. Geht weiter. Geht oben lang, hä? Ja. Treppe hoch. Oh! Geht hier hoch. Was gibt's Neues, mon ami? Der Geruch führt zu dieser Tür. Huch! Was geht denn hier ab? Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Mhm. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Okay. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ja, bitte. Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Ja, mit dir habe ich auch nichts zu besprechen. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Schlagaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ja, armer Kerl. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du
Du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Okay. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Nein. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1, 2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Ciao, naja, Opa. Gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Also das ist wirklich sowas. Aber das ist Toussaint wahrscheinlich, ne? Soll eine Sauerei. So, bringen wir sie mal zurück. Soll man bloß hier aussteigen, weil er sich bei den Glöcknerinnen was Juckendes eingefangen hat? Bringen wir sie mal zurück. Oh. Ah, pass auf, wo du hintrittst. Die Kronjuwelen. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben. Ah. Ich bin gespannt, wie er jetzt reagiert, beziehungsweise was da jetzt hier läuft. Guten Tag. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie, wahrhaftig. Hoffentlich durch diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. 5 Erfahrungspunkte. Und schau hey. Morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Yay. Und ist er jetzt wieder komplett? Okay. Gut. Sehr schön. Haben wir das. So, Gesänge. Gesänge. Wo müssen wir denn hier hin? Ach, zum Turniergelände. Na dann. Auf zum Turniergelände. Wir arbeiten jetzt so ein bisschen mal ab. Oder wir gehen jetzt mal noch ein bisschen... Ach komm, wir machen jetzt uns erstmal auf in unser Anwesen. Ja, da müssen wir sowieso mal hin. Denke ich. Und, warte mal. Hier, bei dir gucken wir jetzt erstmal, ob du zufälligerweise... Halt mal! Wie schön, dich zu sehen. Nee, die Kleine ist es auch nicht. Ach, hier unten. Vian. Hier unten. So, und jetzt sag mir bitte, dass du Kirschlikör hast. Sei gegrüßt. Zeig mal, was du hast. Sag mir bitte, dass du Kirschlikör hast. Der hat auch kein Kirschlikör. Ich schwöre ja noch bekloppt. Wo soll man denn diesen blöden Kirschlikör herbekommen? Das kann doch nicht sein. Die Zeit verfliegt. Ja, die Zeit verfliegt. Mann, ey. Ich verstehe es nicht. Oh, hier wird es Bilder geben. Aber Bilder brauchen wir erstmal nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg in unser... Heim. Dazu einen Wakepunkt, bitte. Nehmen wir das Fassbinder-Tor, da kommen wir genau drauf hin. Diese Stadt, das ist herrlich. Diese Stadt ist echt herrlich. Wunderbar. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Wen suchst du denn? Hast du meinen Mann gesehen? Hm? Oh lol, wo will denn der Gaul hin? Aha. Yeah. Auch nicht schlecht. Ja, das ist mal ein kleiner Bug. Aber sowas gibt's auch. So. Ab ins Gut. Vielleicht ist es ja mittlerweile fertig. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man kann es uns nicht sagen. Nee, ist noch im Bau. Die Tage, sie vergehen. Die Arbeit bleibt bestehen. Ist noch im Bau. Heute Abend geht's okay. Zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. So. Haben wir mal schön Schwerter dran gepappt. Bisschen Style. Ey, die sind ja immer noch am Werkeln hier. Was soll das denn? So, das packen wir alles mal hier rein. Die komischen Trophäen packen wir auch erstmal rein. Die brauchen wir erstmal nicht. Sattel. Sattel. Alles weg. Okay, einmal sortieren. Einmal sortieren. Entfärber. Farbmittel für lila Rüstung. Das Ding ist sogar braun. Okay. Wer weiß. Wer weiß. Goodies. So, bringt denn diese blöde Statue eigentlich irgendwas? Nicht. Ja, warte mal. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so krank? Nichts im Inventar, was ich hier platzieren kann. Na klasse, ich frage mich, was für Trophäen ich da hinstellen kann. Gut, dann düsen wir mal hier hoch. Weil ich würde gerne mal noch gucken, was es da oben gibt im Norden. Ach schön. Plätzchen. Komm mal her, du mit deiner schönen neuen Rüstung. Schneller. Kann ich ja noch mehr tragen, oder? Ja, 170. Das ist schon los, mal geil. Los. Das ist schon mal verdammt cool. Na komm. Hallo? Plötze, ich möchte jetzt gerne sprinten. Mögest du bitte jetzt mal etwas Tempo geben? Mädel! Was soll das denn? Schneller! Hey! Hey, du da! Mit den Schwertern auf dem Rücken! Hilf uns! Zieh nur! Los, lauf! Monsterbefall! Hey da! Du siehst wie ein Ritter aus! Da drüben! Wie Monsterbefall! What? Monster aufgetaucht. Hör mal her. Oh nein. Oh nein. Ey, die versauen mir die Ernte. Okay, Nummer 1 erledigt. Au! Verrückte Geschüfte. Scheißvieh! Alter! Was das? Ich möchte es doch hoffen. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Okay, jetzt war's das aber. Sehr gut. Alles klar. Erledigt, meine Herren. Erledigt. Hey, feiert den Hexer. Feiert den Hexer.
Sag mal, hat dieser Sattel irgendeine... Also keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was geht hier vor? Oha, Plätze. Was soll denn hier vorgehen? Nicht. Ich vermute, dass ich vielleicht durch die Weingüter nicht unbedingt durchsprinten kann mit meinem Pferd, aber springen geht. Ich werd verrückt, ja. Ich auch. Wie ist es der Held, den wir uns leisten können? Ich werde auch verrückt. Noch so ein schmutziger Kerl. Ei, Fräulein. Halten Sie sich mal ein bisschen dezent zurück jetzt, ne? Ich bin nur da, um ihn den Arsch zu retten hier. Was auch immer hier abgeht. Aber irgendwas wird hier abgehen. Das würde mich ja nicht wundern. Oder es würde mich stark wundern, wenn hier nichts passiert. Aber erstmal einen Eingang finden, Leute. Einmal um die Burg rum. Nichts gefunden bisher. Was seid ihr hier für Leute? Wachen. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, okay, dass du ein Mörder bist. Oh la la. La mer, mein Freund. Das weiß doch jeder. Der beste Rotwein wird aus Bombino Nero hergestellt. Nur ein paar Tropfen Wein. Schon ist das besser. Okay. So, Achtung. Die weitläufig bekannten Eigentümer von Corunta jahrelang. Egal. Auf der Suche nach einem Kräuterkundigen. Achtung, Monster. In der Nähe der Friedhöfe sind Monster gesichtet worden. Achtung, meidet das Kutorin-Anwesen. Ein wohlmeinender Fremder. Ne, wer weiß, was der da macht. Gesucht Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann. Okay. Alles klar. Gut. Neue schöne Aufgaben. Und deine... feine Sache hier oben. Geh in die Fasanerie, da kriegst du was auf meine Sommelier. Hier gibt es nichts zu sehen. Und die sind einer Meinung. Wenn ich deinen Wein kaufen soll, dann nur... Halt'n Rand. So, 100 Schritte. Straßen, alles ja, macht er. Hä? Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Nee. Oh, hier sind schon wieder diese blöden, komischen Viecher. Hallo, Jungs. Eins erledigt. Zwei auch. Okay. So, und einen versteckten Schatz haben wir hier. Hui, der hat auch ein bisschen was bei sich gehabt. So, Tagebuch. Mhm. 130 nach Dorten. Machen wir. Ah, schön über den Felsen drüber. Alter, dieser Fluss sieht so geil aus. Ah, nee, Jungs. Einmal Giftimmunität bitte. Und einmal meinen Trommer.
Okay. Grausige Biester, ey. Und eine Geräuschkulisse ist echt schrecklich von denen. So. Irgendwo hier. Muss ein Schatz sein. Ja, da ist ein Schatz. Okay. Toussaint Ritterrüstung. Rüstung. Die muss ich mir auch mal angucken hier, diese ganzen Dinger. Toussaint Ritterrüstung. Stufe 48. Oh ja. Yeah. Plus 500 Vitalität. Why not? So, wir machen hier erstmal wieder einen kleinen Cut. Haben einiges noch zu erledigen. Oh, es ist so toll. Guckt euch das an, wie viele Quests es hier gibt. Das ist so herrlich. Da habe ich so Bock drauf. Weil vor allem auch jede einzelne Quest immer wieder was Neues mit sich bringt und eine neue Story. Und das ist verdammt cool. Außerdem müssen wir jetzt die ganzen tollen Teile suchen. Müssen wir mal gucken, wo der Bär ist. Bärenschule. Gucken. Hier unten. Ach ja, das war ja auf dem Gut. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich speichere noch ab. Beziehungsweise habe ich ja gerade abgespeichert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss.